Wussten Sie, dass ausgerechnet der Darm das größte und wichtigste Immunorgan des Menschen ist? Dass der Darm so groß ist wie 2 Tennisfelder und 200 Mal größer als die Oberfläche Ihrer Haut? Und dass im Darm 100.000 Mal mehr Bakterien leben als Menschen auf der Erde? Sie sehen, unser Darm ist sehr wichtig für das Immunsystem und die Gesundheit des Menschen. Aber wie funktioniert das genau? Abertausende Bakterien besiedeln den Darm. Sie lassen sich in rund 400 verschiedene Bakterienstämme aufteilen. Die gesundheitsfördernden Bakterien sind Probiotika, die anderen machen krank. In einem gesunden Darm befinden sich diese Bakterien in einem natürlichen Gleichgewicht. Die guten probiotischen Bakterien haben 2 entscheidende Aufgaben. Erstens steuern sie direkt die Produktion von Immunzellen im Körper. Hierzu docken sie an die Darmwand an und beginnen unmittelbar mit ihr zu kommunizieren. Die Darmwand arbeitet wie eine kleine Zellfabrik. Berühren probiotische Bakterien die Darmwand, beginnen die Darmzellen mit der Produktion von Immunzellen, den sogenannten T-Zellen. Über die Blutbahn werden diese Immunzellen in den gesamten Körper transportiert. Insbesondere in den Schleimhäuten des Körpers, wie den Atemwegen, bekämpfen sie nun Infektionen und unterdrücken Allergien wie Heuschnupfen oder Asthma. Zweitens bekämpfen gute probiotische Bakterien auch unerwünschte, also krankmachende Bakterien. Ein Überhang dieser schlechten Bakterien kann zu schwerwiegenden Darmerkrankungen führen. Der alles entscheidende Faktor für die Gesundheit ist nun, das natürliche und sensible Gleichgewicht der Darmbakterien sicherzustellen. Im täglichen Leben von immer mehr Menschen ist dieses sensible Gleichgewicht heute akut in Gefahr. Fragen wir dazu einen Experten, den australischen Immunologen und Fachmann für Probiotika, Professor Robert Clancy. Professor Clancy, warum kommen die Bakterien in unserem Darm aus dem Gleichgewicht und wie macht uns das krank? Dieses Ungleichgewicht ist auf unseren modernen Lebensstil zurückzuführen, zum Beispiel auf übermäßige Hygiene in der Kindheit, aber auch Stress, Rauchen und Alkoholkonsum. Zusätzlich können Antibiotika und eine generelle Allergieneigung das Ungleichgewicht verstärken. Es führt dazu, dass sich das Immunsystem nicht richtig entwickeln kann, was das Risiko von Infektionen erhöht. Vor allem im Bereich der Atemwege und des Darms. Dann bekommt man schnelle Allergien, Heuschnupfen oder Asthma. Mit Probiotika, also guten Bakterien, kann man heute dieses Ungleichgewicht gezielt bekämpfen. Probiotika bringen den Darm dazu, Immunzellen zu produzieren. Diese verteilen sich über die Blutbahn im ganzen Körper. Sie bilden das immunologische Orchester und schützen Darm und Lunge, damit diese optimal arbeiten können. So können ernsthafte Allergien und Infektionen vermieden werden. Besonders Virusinfektionen spielen in der modernen Welt eine ungeahnt große Rolle. Diese können chronische Müdigkeit hervorrufen und unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Probiotika schützen auch davor. Eine ausgewogene Darmflora ist also eine wichtige Voraussetzung für unsere Gesundheit. Die fehlt aber heute vielen Menschen. Das zeigen diese Zahlen. In der Zeit von 1911 bis 1991 hat sich die Zahl der Allergiker um das 11-fache erhöht. Heute leidet allein in Deutschland schon jeder 4. bis 5. Erwachsene an einer Allergie. Das sind 20 Millionen Menschen. Was können wir also tun, damit Bakterien, die uns krank machen, nicht die Überhand gewinnen im Darm? Wie können wir das sensible Gleichgewicht wiederherstellen und sichern? Forscher haben festgestellt, dass Menschen gesünder leben können, wenn sie regelmäßig probiotische Bakterienstämme einnehmen. Schulmediziner geben schon seit Jahrzehnten probiotische Präparate zur Vorsorge und Behandlung von vielen Krankheiten. Wenn wir unsere Gesundheit mit probiotischen Produkten unterstützen wollen, müssen diese jedoch einige wichtige Voraussetzungen erfüllen. Um die Darmflora positiv zu beeinflussen, muss ein probiotisches Produkt eine ausreichende Anzahl an Bakterien enthalten. Aus medizinischer Sicht sind mindestens 1 Milliarde pro Anwendung notwendig. Doch nicht nur die Anzahl der Keime pro Anwendung alleine ist wichtig, sondern auch, dass diese probiotischen Keime unversehrt an ihren Bestimmungsort, also in den Darm, gelangen. Kritisch ist in diesem Zusammenhang die Passage durch den Magen. Magen- und Gallensäure bilden für Probiotika eine sehr aggressive Umgebung. Abhilfe kann eine schützende Hülle um die probiotischen Bakterien schaffen.
eine sogenannte Mikroverkapselung, wie sie von einigen Unternehmen in patentierter Form eingesetzt wird, erhöht die Überlebensrate um ein Vielfaches. Die Bioverfügbarkeit der probiotischen Bakterien wird so deutlich gesteigert. Neben diesen beiden Voraussetzungen ist auch die Art der Bakterienstämme von besonderer Bedeutung. Die Darmflora besteht aus vielen unterschiedlichen Bakterienstämmen. Ein einzelner Bakterienstamm ist daher kaum in der Lage, das komplexe Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen. Produkte, die Kombinationen möglichst vieler Stämme enthalten, sind hier deutlich im Vorteil. Kommen all diese Faktoren, 1 Milliarde Bakterien pro Anwendung, schützende Mikroverkapselung und eine Kombination unterschiedlicher Bakterienstämme zusammen, dann können Probiotika, sinnvoll eingesetzt, einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der ganzen Familie leisten. Fassen wir zusammen. Probiotika haben sich schon tausendfach bewährt. Bei immer häufiger auftretenden Allergien, zur Aktivierung des Immunsystems, nach Antibiotika-Behandlung und in Zusammenhang mit chronischen Darmerkrankungen. Vertrauen Sie auf Probiotika, Ihren Schlüssel zu mehr Gesundheit.